Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute erleben wir mal ein kleines Abenteuer. Und zwar hat sich der liebe Gamer T. Crow eine Mod gewünscht. Und das ist die Mine Jurassic Mod. Oder wie auch immer die hieß. Auf jeden Fall, ihr seht schon, hier sind ein paar neue Tiere drin. Zum Beispiel sowas wie Haie und Nautilusse. Interessant. Und ja, ich habe es mit einer Map versucht, die hat nicht so ganz funktioniert. Und wir sind direkt neben Guardian Temple. Auch gut. Ja, und dieser Mob beinhaltet nun mal ziemlich viele Dinosaurier. Und unter anderem wahrscheinlich auch Indominus Rex. Oh, das wäre geil, wenn der existiert hier. Ihr seht, wir haben über 4 Seiten. Boah, über 4. Das ist krass. Und wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die hier erstmal. Und ihr seht, es sind ziemlich viele Dinosaurier. Fangen wir an mit dem Achelobator. Das ist anscheinend eine Art Velociraptor. Aber sehr, sehr schönes Model, muss ich schon sagen. Schaut euch das Model an. Echt schön. Hast du überhaupt Zähne? Ja, hat er. Boah. Das ist echt schön. Oh ja. Der Male sieht so aus. Also das Männliche, der ist so rot. Sehr interessant. Muss ich schon sagen. Gut, als nächstes haben wir einen Alligator. Ich glaube, der muss ins Wasser, ne? Oh, es ist so eine Art Seemonster. Oh, cool. Sag mal nicht. Was? Die können schwimmen? Die wollten den Nautilus töten. Was zur Hölle? Okay. Den Allosaurus. Oh, fuck. Der ist groß. Der ist fucking nochmal groß. Oh, der wird angegriffen von den anderen. Es ist kein T-Rex. Es ist trotzdem großer Dinosaurier. Oder vielleicht eine Art des T-Rexes. Und der wird gerade von einem Velociraptor angegriffen. Oh, der ist tot. Oh, der ist auch tot. Oh, der Arme. You don't not own this dinosaur. Also wenn die sterben, kippen sie einfach um. Oh, der Arme. Gut. Das ist dann wahrscheinlich ein weiblicher, in Gelb. Ich kenne einen, der hat hier oben so ein riesiges, keine Ahnung, wie so ein Sägeblatt oder sowas. Naja. Dann haben wir den Alvarezosaurus oder so. Oh Gott, was ist das denn? Der ist schnell. Ha, guckt euch den an. Wie süß. Wahrscheinlich auch ein bisschen Wassersäugetier. Als nächstes haben wir den Perisphinctes. Oh, das ist ein riesengroßer Wasserding. Warte mal, was? Ein großer Nautilus. Warum kriegt er hier Damage? Und was sehe ich da vorne? Weiße Squids? Ach du Scheiße. Dann haben wir den Ankylodokus. Was zur Hölle ist das denn? Ziemlich viele Stacheln. Hat so einen Rücken wie, glaube ich, ein Triceratops oder so. Boah. Das sieht schon krass aus. Oh, ich glaube, wir kriegen gleich eine Begegnung mit zwei großen. Es ist eher eine Art Pflanzenfresser, glaube ich, ne? Dann haben wir den Ankylosaurus. Wir hatten Ankyloductus und Ankylosaurus. Ah, ja, doch, da dieses Ding. Ja, ich wusste doch, dass er irgendwie so eine Art Rücken hat von. Ja, jetzt so eine Keule dran. Das sind so gekreuzte Varianten, auch cool. Gut, dann haben wir den Apatosaurus. Auch eine Art Brachio, glaube ich. Oh, ich finde die Animation so schön. Interessant. Und dann haben wir den Arsinotherium. Eine Art Triceratops. Aha. Aber auch gekreuzt ein bisschen mit irgendwas anderem. Also es sind verschiedene gekreuzte Arten. Gut, wir haben dann als nächstes den Baryonyx, blablabla, keine Ahnung. Oh. Oh, der sieht gefährlich aus. Oh. Und der kann schwimmen. Oh, er kämpft gegen den Hai. Aber der Hai ist effektiver, er kann mehr. Oh, oder auch nicht.
Sieg für den Baron Noxul. Keine Ahnung. Sehr interessant. Er ist auch so eine Mischung aus T-Rex und. Keine Ahnung, hat sehr spitze Zähne, müsst ihr aufpassen. Dann haben wir den Bisele-Baffo. Baffo. Das ist einfach eine fucking Art Ochsenfrosch. What the? Blue! Oh, wir haben Blue, den Velociraptor Blue. Oh Gott, der ist so schnell. Oh Gott, ey, bleib hier. Blue, bleib doch mal hier, wir wollen dich angucken. Na, Blue? Sehr schöner. Sehr schöner Velociraptor. Sehr, sehr schöner. Ja, fein hast du das gemacht. Oh, die beiden kämpfen miteinander. Okay, die haben sich gerade mal gegenseitig umgebracht. So, dann haben wir den Brachio, unser normalen Brachio. Hey. So, da ist der Brachiosaurus, den guten alten, wie wir ihn kennen. Und da ist ein Unter. Oh, der hat ja auch so eine lange. Der hat auch eine Keule hinten dran. Boah, der ist aber auch riesig. Naja, was sagst du dazu, Brachio? Ja, finde ich auch. Interessant. Dann haben wir den Camarasaurus. Saurus oder Saurus? Saurus, der wollte schon sagen. Auch eine Art Brachio. Und der dance Thema ein bisschen auch gut. Kar. Oh Gott, was ist das für ein Name? Das kann man gut in Buchstabierwettbewerben benutzen, ey. Carharodontosaurus, Alter. Ziere. Oh Gott. Das ist eine andere Art von T-Rex und der klingt sehr aggressiv. Und es lag, wenn ich den platziere. Alter, das kann ich ja kaum glauben. Jetzt lauf doch, oder steckst du fest? Dann haben wir Carnotaurus. Oh, auch eine Art des T-Rexes. Very interesting, der hat's. Okay, der ist so viel gekreuzt. Oh, es kommt zum Kampf. Es kommt zum Kampf, glaube ich. Oder? Oh. Ein bisschen, der war tot. Auch gut. Dann kommt der Kerodactylus. Flugsaurier! Oh, kannst du wirklich fliegen? Ach, die Dinger, Alter. Oh ja, ich kenne die. Und den Ceratosaurus. Oh, was ist das denn bitte? Aha! Guck dir das Ding mal an. Auch eine Art von T-Rex. Mal in sehr komischer Farbe. Aber naja. Oh ja, Charlie auch einer der Velociraptoren. Ziemlich flotter Bursche. Ja, bist ein Feini, ne? Bist ein Feini. Dann haben wir Kasmosaurus. Oh, eine Art Triceratops. Wahrscheinlich gekreuzt auch. Chilesaurus. Oh Gott, oh, Charlie. Willst du ein bisschen Futter? Hier. Komm, Charlie, Attacke. Sie haben Charlie getötet. Composognathus. Oh Gott, die werden immer kleiner. Oh, guck mal. Wie klein sie werden können, ne? Das ist schon krass. Den Choriotosaurus. Ja, der hat so ein Ding hier oben drauf, was ich meinte. Ah, ist ein bisschen dick, der Hut. Aber nun ja. Dann haben wir den Krasingurus. Aha. Deinotherium. Wir haben einfach ein Mammut hier? Okay, ja. Gut, dann haben wir Delta, auch ein Velociraptor. Ja, Delta, ne? Dann haben wir Dilophosaurus. Ach, das sind die Giftsprühen, ne? Ja, weil die diese Dinger aufstellen können. Die können Gift spülen. Dann haben wir Diplodocalo. Okay, das ist ein komisches. Rochen, cool. Diplodoctus.
Oh, das ist wieder eine Art von Brachio. Nur sehr, sehr gut. Oh, guck mal, die legen sich sogar hin. Oh, ey, schau dich mal die Form hier. Oh, Alter. Interessant. Dann haben wir. Oh, wir haben Dodos. Leute, Dodo. Ein Dodo. Hi, Dodo. Cool. Dann haben wir einen Dreadnoctus. Ja, der ist etwas groß. Uiuiuiui. Oh, warte, was? Hier unten ist eine Hütte. Hi. Hier, hast du schon mal ein Dunkleosteus gesehen? Oh Gott, das Ding ist ein riesiger Fisch. Ja, das ist schon merkwürdig, ne? Das, naja. Okay, ein Echo. Ah, Echo war auch ein Velociraptor. Ist der nicht knuffig? Echo, wieso hast du ihn getötet? Ein paar Ziegis hier. Gut, dann fangen wir an mit dem Endomontosaurus. Ein großer Pflanzenfresser. Hübsch. Elasmotherium. Ja, der sieht ein bisschen. Der hat ein ziemlich großes Horn da oben drauf. Gallimus. Oh, das ist auch eine Art von Raptor, okay. Aber halb größer. Nice. Okay, Gigan. Was? Oh Gott. Giganotosaurus. Oh. Ups, ich glaube, das ist eher eine Art T-Rex. Den hätte ich vielleicht nicht loslassen sollen. Guanlong. Wo ist Guanlong? Auch eine Art Raptor. Oh, süß. Oh. Das ist aber Schwein. Hererasaurus. Oh, der sieht schön aus. Oh, der sieht echt schön aus. Sehr schöner Bursche. Hyenodon. Ist das eine Art Bär? Wolf? Mischung? Keine Ahnung. Hypsilophodon. Auch lustig. Und. Oh. Indominus. Oh ja. Oh ja. Indominus. Indominus konnte hier die Raptoren auf ihre Seite ziehen. Ein sehr, sehr, sehr schöner Dinosaurier. Sehr, sehr schön. Aber auch gefährlich. Ein Indoraptor. Ach, das war der aus dem neuen Teil, ne? Den die da eingesperrt hatten. Eine Mischung aus dem Dominus und Rappen. Oh, Alter. Sieht geil aus. Echt schick. Lambeodosaurus. Wow, sehr merkwürdig. Ich habe aus dem neuen Teil, die auch noch drin sind. Also aus dem letzten The Lost World und aus dem kompletten neuen, ob die da auch schon welche übernommen haben. Elaeolungasaurus. Oh Gott, das ist winzig. Leptiktidum. Wo ist er? Ah, da. Das ist so kleine, die, das sieht ja kein. Oh ja, Indominus ist natürlich überlegen gegenüber dem Indoraptor. Indomiraptor. Jetzt, wenn er jetzt zupackt, ne, dann bin ich tot. Okay, was haben wir hier? Eine Flugsaurier. Komm, Domino, schnapp ihn dir. Marmenchisaurus. Auch eine Art Brachio. Boah, Alter, wie viele Arten gibt es denn von Brachiosauren? Mega Piranha. Oh Gott, da bin ich jetzt mal gespannt. Aber ins Wasser mit dir.
Wollt ihr mich verarschen? Mosasaurus. Musasaurus, oh Alter. Nochmal so ein bunter. Oh, schön. Ornithominus. Irgendwas Blaues, auch gut. Pachyula, irgendwas Saurus. Oh, Alter. Die Rammböcke. Parasaurolophus. Ah ja, die Dinger, die kennt man auch. Postosuchus. Na such. Und der will den holen. Schöne Alarmanlage. Hatulus. Oh, what the fuck ist das? Ich glaube, das sind so die Standarddinger, ne? Diese. Wir haben Raffus Rex. Wer ist denn Raffus Rex, Alter? Was zur Hölle ist das? Das ist eine Mischung aus Dodo, aus irgendeinem Flugsaurier mit den Armen. Irgendwas Schnelles, es kann schwimmen. Ach du Scheiße, Alter, da haben sie ja alles in den Topf geschmissen. Und von Truthähnen hat er auch noch hier. Junge, okay. Rugops, wer ist denn Rugops? Oh, der sieht auch schon aus. Der hat zu viel Minzbonbons gegessen, deswegen seine Zunge blau. Ein Segisaurus. Nicht Stegi, sondern ein Segi. Oh, die sind schnell. Auch wie immer so ihre Köpfe anders bewegen. Ein Sinoceratops. Slagged. Ach du Scheiß, was ist das denn? Oh mein Gott, das sieht weird aus. Ein Smilodon. Oh, eine Art Tiger. Auch cool. Ein Spinoraptor. Ah ja, Spinosaurus, genau. Es gibt vom Spinosaurus so was richtig Großes. Ah, Spinosaurus. Das ist der aus der Serie, wo die da im Flugzeug saß und das Ding es aufgesägt hat. Also seid ihr bereit? 3, 2, 1. Da ist er. Das Ding. Oh, er hat gerade den T-Rex erledigt. Und der frisst gerade was. Oh mein Gott, cool. Ja, hat er einfach mal den anderen T-Rex da erledigt. Und Spino, der ist echt gefährlich. Also müsst ihr euch in Acht nehmen. Gut, dann haben wir noch Styracosaurus. Das leckt jedes Mal. Ah, oh, ein roter. Oh ja, komm, Spino. Hol ihn dir. Hol ihn dir, Spino. Na komm. Get him. Gut, wir haben ein Sukumuyus. Okay, interessant. Ein Terizonosaurus. Oh mein Gott, der sieht lustig aus. Er streckt uns die Zunge raus. Oha, der sieht voll. Das sieht echt interessant aus. Oh, er trinkt. Die haben sogar richtig Trink- und Essanimationen. Wie cool, guck mal. Lass dir schmecken, Bruder. Wir haben eine Titanis? Was ist denn Titanis? Ist das ein Wasserartiges? Das ist halb Dodo, halb irgendwas anderes. Alles klar. Okay, wir haben den Triceratops als nächstes. Ah ja, das ist der Standard-Brudi hier. Ah ja, nice. Den Todon. Wahrscheinlich eine Mischung aus Triceratops und irgendwas anderem. Ah. Hi. Was hat der denn für ein Auge, Alter? Okay, der ist ein bisschen radioaktiv, der Boy. Ein Topenagantus. Alles, was mit Us endet, ist wahrscheinlich so ein Flugsaurier. Okay. Ein Tylosaurus. Auch ein Wasserding.
Ja, komm, wir schubsen dich mal hier ab ins Wasser mit dir. Bitteschön. Ein Tyrann. Oh ja, der normale T-Rex. Ja, das ist der Sound, den wir hören wollen. Da ist T-Rex. Nice. Schreien ja auch immer so laut, ey. Der T-Rex sieht nice aus. Und dann haben wir noch den normalen Mini-Velociraptor. Da ist er. Ja, du? Bisschen läge mit den ganzen Dinosauriern. Gut, kommen wir auch schon zum letzten. Das ist der Cenyanopterus. Ist das so eine Art Oktopus oder was ist das? Mal gucken. Auch ein Flugsaurier. Okay, das waren sie alle. Na gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Welcher Dinosaurier hat euch am besten gefallen? Auch weil ich alle nur kurz gezeigt habe. Ja. Bis dahin, macht's gut und ciao. Euer Gamer.